Sie soll nach Italien ziehen? Die Abreise ist schon morgen. Hey, bist du her? Du verlässt diesen Ort wie so wahres Auge. Brüderchen, was ist denn hier nur los? Warum brennt ihr nicht durch? Also, ich würde echt gern durchbrennen. Wirst du wohl den Keks beiseite legen? Bist du etwa zum Feind übergelaufen? Ich werde euch zurückbringen. Oh ja, das werde ich. Ihr kommt nicht weiter, weil die Tür vor euch verschlossen ist. Ich weiß immer ganz genau, wo ihr euch gerade aufhaltet. Ergebt euch endlich. Rika ist gerade dabei, sich in einen Schmetterling zu verwandeln. Und ich möchte sie währenddessen beschützen. Manchmal frage ich mich, warum ich mich ausgerechnet in sie verliebt habe. Sie ist fast 18 Jahre alt und im letzten Schuljahr. Und trotzdem ist Rika immer noch vom Achtklässler-Syndrom befallen. Warte, Jutta! Du kannst mich hier doch nicht einfach so zurücklassen! Das fängt ja gut an. Ich habe so das Gefühl, dass für die beiden auf ihrer jetzigen Reise die letzte große Entscheidung fallen wird. Entweder etwas verändert sich oder alles bleibt beim Alten. Ihr war klar, dass es irgendwann darauf hinauslaufen wird. Das bringt der Vertrag, den sie mit dem Darkflame Master geschlossen hat, mit sich. Ich bin wohl doch nicht der Richtige, um auf sie aufzupassen. Banishment is war!